Vorsicht, hier segelt man unter der falschen Flagge der Freundlichkeit. Es hat definitiv Vorteile im Leben, als Mensch geachtet und geschätzt zu werden. Und diese Privilegien sichern sich manche, ohne tatsächlich eine Gegenleistung erbringen zu wollen. Sie geben nur vor, ein netter Mensch zu sein, verfolgen in Wahrheit aber lediglich ihre eigenen Ziele. Sie gehen dabei ausgesprochen strategisch und taktisch sehr geschickt vor. Aber da Gott sei Dank nur die wenigsten Menschen einigermaßen gute Schauspieler sind, kann man ein solch durchtriebenes Spiel sehr leicht durchschauen. Auf welche Anzeichen du achten musst, um die falschen Freunde und Freundinnen zu entlarven, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Verantwortung? Nein, lieber nicht. Es ist schon lustig, wie sich falsche Freundlichkeit im Alltag outen kann. Wer hätte gedacht, dass man an einer so pragmatischen Verhaltensweise wie dem Tragen von Konsequenzen auf den gesamten Charakter eines Menschen schließen kann? Achte ruhig im Alltag darauf, ob sich jemand seiner Verantwortung stellt. Oder ob sie oder er alle möglichen Ausreden aus dem Ärmel fischt, nur um nicht für Fehler und schlechte Entscheidungen gerade stehen zu müssen. Wer nicht einmal einfachste Aufgaben übernehmen will, aus Angst, mit ihnen eine Bruchlandung zu erleiden, führt vermutlich nichts Ehrenhaftes im Schilde. Nummer 2. Sich gekonnt in Szene setzen. Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn einzelne Personen sich ständig in den Mittelpunkt des Geschehens drängen müssen. Die Gesellschaft funktioniert am besten, wenn an alle gedacht wird, zu den jeweils fairsten Bedingungen. Meint jemand, die Bühne gehöre ihm allein, sollte sich das Publikum schnell verziehen. Du erkennst solche selbstverliebten Primadonnen und Diven meistens sehr schnell. Sie reißen im Nu jede Unterhaltung an sich und führen jedes noch so weit entfernte Gespräch schnell wieder in Richtung ihres Lieblingsthemas, die eigene Person natürlich. Nummer 3. Diskretes, aber eifriges Tratschen. Wer mit Inbrunst in der Gerüchteküche den Kochlöffel schwingt, ist kein netter Mensch. Tratsch, Klatsch und Lästereien zu verbreiten, zeichnet uns sofort als wenig vertrauenswürdig aus. Einige Zeitgenossen verstehen es immerhin, einigermaßen diskret dabei zu bleiben, wenn sie über andere herziehen. Doch das macht keinen Unterschied. Das Lästern ist eine absolute Untugend und ein No-Go im zwischenmenschlichen Bereich. Wir ergötzen uns damit nur am Unglück und am Leid anderer, denn erfreuliche Nachrichten werden selten weitergetratscht. Sie rufen eher Neid und Eifersucht auf den Plan. Das Einzige, was durch das Lästern aufblüht, ist die Schadenfreude. Nummer 4. Grenzen werden ausgereizt. Borgt sich jemand immer wieder ungefragt Dinge von deinem Schreibtisch? Oder vergeht sich gar jemand an deinem Fach im Gemeinschaftskühlschrank? Greift man ungefragt zu deinem Handy oder wühlt in deiner Tasche herum? Vorsicht vor solchen Übergriffen. Sie signalisieren mangelnden Respekt und zeigen klar und deutlich, dass man deine persönlichen Grenzen und deine Privatsphäre missachtet. Solche Grenzüberschreitungen passieren leider im privaten und im beruflichen Umfeld sehr oft. Sie sind unterschwellige Zeichen von Machtdemonstrationen und verfolgen oft nur den einen unheiligen Zweck, um auszutesten, wie viel man sich bei dir herausnehmen kann. Nummer 5. Verlässlichkeit, Fehlanzeige. Kennst du die gute alte Handschlagqualität? Sie hat man oder man hat sie nicht. Wer sich an ein gegebenes Versprechen nicht hält, der wird auch einen Vertrag mit 7 Siegeln brechen. Versprochen. Hier zählen auch schon die kleinen Enttäuschungen, die Menschen uns bereiten. Wenn dir jemand einen Kaffee verspricht, dann aber ohne zurückkommt, geht es nicht um das Heißgetränk. Solche winzigen Versäumnisse zeichnen ein Bild vom Charakter eines Menschen. Sie tun es ständig und stoßen uns mit der Nase darauf. Entschuldigen musst du ein solches Verhalten keineswegs. Tolerieren noch viel weniger. Nummer 6. Manipulation in allen Lebenslagen. Wir Menschen sind manchmal bedauerlicherweise leicht zu durchschauen.
Kennt man unsere Schwachstellen, ist es einfach, uns aus diesem einen Strick zu drehen. Sei daher vorsichtig, wenn du dein Herz ausschüttest. Aus jeder dieser Informationen könnte man dir einen Bumerang basteln, der dir postwendend auf den Kopf fällt. Emotionale Erpressung, geheucheltes Lob, scheinbares Auserwählen aus der Menge. All das sind Strategien, um dich gefügig zu machen. Die traurige Wahrheit lautet nämlich, selbstlos und uneigennützig sind nur die allerwenigsten Leute. Schmeichelt dir jemand oder versucht man gar, dich mit Geschenken zu bestechen, lauert eine Absicht hinter diesen pseudofreundlichen Aktionen. Nummer 7. Subtiles Herabwürdigen. Die geschicktesten Beleidigungen kommen als Kompliment verpackt daher. Einige unserer Mitmenschen verstehen sich ganz hervorragend auf diese teuflische Taktik. Sie arbeiten mit Sarkasmus und Ironie, was nicht für alle Menschen leicht zu erkennen ist. Außerdem folgt auf so manches Kompliment eine Art Entgegnung, die das Nette und Freundliche sofort wieder für null und nichtig erklärt. Oder man lässt einem Lob spitze Bemerkungen folgen wie: Wer hätte das gedacht? Es lohnt sich, Augen und Ohren offen zu halten, wenn du dir bei solchen Wortspenden in deiner Richtung nicht ganz sicher bist. Frag notfalls jemanden, den du vertraust, um eine zweite Meinung. Nummer 8. Selektive Empathie. Wer sein Mitgefühl und sein Verständnis nach einem geheimnisvollen Punktesystem verteilt, dessen Vergabeschlüssel nicht wirklich klar erkennbar ist, ist nicht wirklich empathisch. Diesem Vortäuschen von Nächstenliebe liegt eine Strategie zugrunde. Person A wird bemitleidet oder beglückwünscht, weil man sich etwas davon erhofft. Person B ist nutzlos in dieser Hinsicht und muss auf diese Art von Zuwendung daher leider verzichten. Unser heutiges Fazit: Das Teuflische der Menschheit erkennst du im Detail. Achte nicht auf schöne Worte oder eine kunstvoll errichtete Fassade, die Menschen dir servieren. Achte auf ihr Verhalten und auf das, was sie tun. Es ist nicht schwierig, jemandem das Blaue vom Himmel zu versprechen oder nach außen hin freundlich und liebenswürdig zu erscheinen. Wenn du wirklich den Charakter einer Person erforschen willst, beobachte sie im Alltag. Achte vor allem darauf, wie du dich in ihrer Gegenwart fühlst. Deine Intuition ist eine kluge Ratgeberin, was dein persönliches Umfeld betrifft. Deine Augen und Ohren kann man täuschen, dein Bauchgefühl jedoch nicht. Es spricht nichts dagegen, freundlich gegenüber allen Menschen zu sein. Was deinen inneren Kreis betrifft, solltest du jedoch ausgesprochen wählerisch sein und sehr genau hinsehen. Menschen, die es gut mit uns meinen, können uns größtes Glück bescheren. Meinen sie es schlecht mit uns, wird unser Leben nie wieder ein Ort der Freude sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!